Mut Talks. Ein Podcast der Mutmacherei. Ihre Moller lädt zum Gespräch. Ganz herzlich willkommen zum heutigen Mut Talk. Als Gast begrüße ich heute Atay Küçükler. Atay, ich weiß gar nicht, wo sitzt du denn? Wo bist du daheim oder gerade vorzufinden örtlich? Ich bin in Braunschweig, Deutschland, das ist in Niedersachsen. Lebe hier, bin hier geboren, aufgewachsen und quasi mein Leben lang schon hier. Und ja, wir haben schönes Wetter. Ich hoffe, bei dir drüben in Österreich auch. Ja, strahlend blauer Himmel. Du bringst gleich die gute Laune mit und so weiter. Vielen Dank für deine Bereitschaft, zum Podcast, zum Mut Talk zu kommen. Vielleicht ein paar ganz kurze Worte, woher wir uns kennen. Wir kennen uns eigentlich noch gar nicht. Ich habe im Podcast Bildungswellen vom Forum Umweltbildung gesehen, Episode Mutig in die Zukunft. Und da habe ich gedacht, das ist ganz das Thema der Mutmacherei. Da höre ich doch mal rein und habe dich auf diese Art und Weise quasi kennengelernt, war sehr begeistert von deiner Offenheit, deinem unglaublich weiten Horizont, deiner Eloquenz und so weiter. Und habe mir gedacht, ha, ich glaube, du bist derjenige, den ich gesucht habe. Und ich erzähle dann nachher, wofür ich dich gesucht habe und gefunden habe. Aber erzähl uns doch vielleicht ganz kurz, was du machst. Wir wollen hier nicht den Bildungswellen-Podcast wiederholen, weil der war eh super, den verlinke ich auch sehr, sehr gerne. Also den kann man sich zusätzlich auch anhören. Aber erzähl uns doch ganz kurz, was du machst, vorwiegend so im Bereich nachhaltige Bildung. Aber da gibt es ja noch viel mehr. Ja, absolut. Erstmal vielen Dank überhaupt für die Einladung, dass ich hier dabei sein darf. Also Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ja so ein großes Fass, was man spannen kann. Und wenn ich das irgendwie auf der Straße den Leuten sage, BNE, Bildung für nachhaltige Entwicklung, können die meisten nichts damit anfangen. Aber wir versuchen, also ich bin im Gremium aktiv, das UPEN, das ist ein Jugendpanel in Deutschland, das unterstützt wird vom Bildungsministerium für Bildung und Forschung. Und wir haben quasi den Auftrag, BNE mit in die Bildungslandschaft zu tragen und eben für uns dann auch nochmal zu erkennen, was Bildung für nachhaltige Entwicklung eigentlich bedeutet. Einige sehen Bildung für nachhaltige Entwicklung im Bereich der Nachhaltigkeit vor allem angesetzt, also eben Umweltschutz, Bildung, Klimaschutz oder Naturschutz. Wiederum sehen andere, wie ich zum Beispiel, eben vor allem den Kampf quasi gegen Rassismus, gegen Diskriminierungsformen. Und dort sehe ich quasi erstmal so diese Basis als Fundament, dass wir eben erstmal die Diskriminierungsformen überwinden müssen, beziehungsweise dort sensibler werden müssen, um dann eben ein gemeinsames Handeln zu ermöglichen. Und da stehen wir im UPEN quasi stetig im Austausch mit eben VertreterInnen der Politik, also der Bundesregierung beispielsweise, mit Bundestagsabgeordneten, aber auch mit Landtagsabgeordneten, mit AkteurInnen von Vereinen, von Initiativen, die ähnlich in die Richtung gehen, mit Fridays for Future unter anderem auch, und versuchen dort eben dieses große Fass von BNE ja eben in die Welt zu tragen und in die Öffentlichkeit zu tragen. Okay. Du hast ja da jetzt schon ein paar Stichpunkte gebracht, die eigentlich zu unserem wirklichen heutigen Thema überleiten. Vielleicht ein ganz kurzer Exkurs. Der heutige Mut-Talk findet als Vorbereitungsgespräch statt. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich eingeladen wurde vom Sol, für den Kalender 2023 beizutragen. Der Kalender wird das Generalthema Offenheit haben und da gibt es für jeden Monat ein Unterthema und unter anderem auch offene Gesellschaft, Vielfalt und Themen in der Richtung. Und mein Ansatz war, diese Dinge jetzt nicht aus meinem eigenen Kopf heraus zu gebären, sondern mit spannenden Menschen drüber zu reden. Und ich möchte heute mit dir, Atay, gerne das Thema offene Gesellschaft ein bisschen, ich sag mal, auseinandernehmen und neu zusammensetzen. Und vielleicht kurz auch erklären, was meine ich mit auseinandernehmen.
wie ich mir überlegt habe, wie gestalte ich diesen Mood Talk, habe ich mir zuerst gedacht, naja, ich rede mit irgendwem noch einsetzen, einfach über offene Gesellschaft und so quasi, wir sind uns eh einig, das ist wichtig und so. Ne? Dann ist mir aufgefallen, dass eigentlich das sehr absurd ist, wenn ich mit Leuten spreche, die ganz ähnliche Erfahrungen haben, also wenn ich mit jemandem aus meiner Bubble spreche, ja, und wir erzählen einander das, was wir eh schon wissen und wo wir quasi das Gleiche erleben. So, der nächste Schritt war dann, naja, ich lade mir halt Leute ein, die andere Erfahrungen gemacht haben. Ja, vermutlich. Und da hatte ich dann zwei Erkenntnisse. Die eine war mal, wie wenig Verschiedenheit und Vielfalt es eigentlich in meiner eigenen Bubble gibt, obwohl ich bei mir selber da nur Offenheit wahrnehmen würde und so. Und die zweite Erkenntnis war dann auch, wenn ich mir jetzt Menschen suche, die für irgendein bestimmtes Thema quasi stehen, dann maße ich mir erstens einmal an, so quasi, hey, ich bin die Hauptgesellschaft und da gibt es ein paar, für die ich dann großzügig offen bin. Ich meine, das geht ja gar nicht. Ja. Und das andere ist auch, diese Personen dann quasi zu Sprachrohren immer für eine bestimmte Gruppe zu machen, als könnte jemand alle Leute mit irgendeiner bestimmten Eigenschaft oder irgendeinem bestimmten Hintergrund repräsentieren, habe ich mir gedacht, das geht auch nicht. Ja? Ich meine, wir sind alle Individuen. Also habe ich mir gedacht, okay, Sackgasse. Ja? Ich weiß noch nicht, wie ich da weiter tue. Und dann kam der Bildungswellen-Podcast und ich habe dich gehört und habe mir gedacht, ich glaube, du bist genau die Person, mit der ich dieses Thema aus vielen verschiedenen Blickwinkeln anschauen kann. Ich glaube, dass wir sehr unterschiedliche Erfahrungen haben und gleichzeitig auch ein sehr ähnliches Wertesystem. Ja. Und habe mir gedacht, ich rede einfach mit dir über das und schaue, was du dazu meinst. Ja. Okay. Und das ist so ein bisschen die Basis, von der ich heute starten möchte. Aber bringen wir es vielleicht noch einmal in diesen Kontext, den du angerissen hast, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung jetzt nicht aus deiner Sicht nicht primär oder ausschließlich mit Klimawandel und SDGs und so weiter zu tun hat, sondern auch mit Antidiskriminierung. Ja. Kannst du vielleicht mal, also ich denke mir, das ist so die offene Gesellschaft anders benannt vielleicht. Ja. Kannst du vielleicht mal da so diesen Bogen, diesen Rahmen aufspannen? Warum ist das so? Warum Bildung für nachhaltige Entwicklung nicht in die Richtung Antidiskriminierung geht, meinst du? Warum es in die Richtung gehen sollte, wenn ich dich richtig verstanden habe. In die Richtung gehen sollte. Mhm, ich hatte ja gerade erwähnt, dass eben so vor allem dieses Fundament da sein muss. Ich meine, wir möchten ja alle irgendwie in einer Welt später leben und das auch für unseren Kindern oder Enkelkindern ermöglichen, wo sie in einer Gesellschaft leben können, das eben geprägt von Frieden, von Freiheit, von eben so diesen Grundpfeilern von der Demokratie eben vollkommen ausschöpfen können und darin leben können. Und das in Würde. Und da ist eben dieser Punkt Würde eben auch ganz klar im Fokus für mich. Eben, wenn Menschen diskriminiert werden, dann werden sie eben nicht würdevoll behandelt. Und da sehe ich eben diesen Anfang darin, eben, dass dieses Fundament erstmal geschaffen werden muss. Wir haben schon super tolle Ansätze. Ich meine, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die dafür täglich einstehen und täglich dafür kämpfen, eben, dass diese Themen an Beachtung bekommen, dass diese Themen eben mehr in der Gesellschaft zur Sprache kommen. Und da sehe ich das eben einfach als unerlässlichen Weg, dass wir das unbedingt noch weiter spannen müssen und noch weiter irgendwie gucken müssen, wie wir denn diskriminierungssensibler werden, aber dann halt auch, nachdem wir diskriminierungssensibler geworden sind, eben diskriminierungsärmer werden. Und es ist für mich noch eine Utopie, also muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir diskriminierungsfrei in den nächsten Jahrzehnten irgendwann leben können, weil das ist ein Prozess und dieser Prozess wird, glaube ich, noch ja, eine ganz, ganz Menge beziehungsweise eine ganz, ganz Menge erfordern, eine große Menge an Zeit auch einnehmen, damit eben auch Menschen, die halt in rassistischen Strukturen zum Teil eben groß werden, eben das Verständnis irgendwann haben, das reflektieren zu können, um dann eben proaktiv dagegen anzugehen. Und ich weiß, das ist schwer, das erfordert ganz viel Kraft und auch eine große, große Menge an
eben auch Mut, um sich auch jetzt zum Beispiel gegen den Grumpy Onkel, der irgendwie seine Verschwörungsideologien da irgendwie auspackt und dann irgendwie noch mit antisemitischen, rassistischen Witzen um die Ecke kommt, dass man da die Stirn gegenhalten muss. Und ich bewundere immer wieder Menschen, die dann eben sagen so, ich halte die Stirn dagegen, ich halte die Stirn offensichtlich dagegen, und die sagen dann auch immer wieder, dass das so nicht richtig ist, dass das so falsch ist. Und ich glaube halt einfach, dass wenn wir dieses Fundament nicht erstmal haben, wenn wir eben diesen Mut nicht haben, so schön gerade auch dieses Thema hier in diesem Podcast auch so groß ist, wird das, glaube ich, nicht so ganz funktionieren. Dann können sonst die Bemühungen von Regierungen XY eben dahin gehen, dass es sonst so gut gemeint ist, irgendwie Nachhaltigkeit, Klimaschutz, Umweltschutz in die Masse zu tragen. Aber wenn die Masse nicht mit abgeholt wird, sondern eben nur ein Prozentteil dieser Masse abgeholt wird, dann wird das halt auch letztlich nicht genügen. Und ich meine, wir leben in einer Welt, wo stetig Menschen Wanderungen quasi vornehmen. Ich spreche da bewusst auch von geflüchteten Menschen. Wir sehen es gerade aus der Ukraine. Ganz, ganz viele Menschen kommen nach Deutschland, nach Österreich. Bin ich mir auch sehr sicher, dass da ganz viele Menschen ankommen. Und es wird immer diese Menschenwanderungen geben, um es mal ganz plump oder lieb irgendwie zu beschreiben. Und ich glaube halt ganz fest daran, wenn wir irgendwie nicht akzeptieren, dass wir alle irgendwie auf dieser Erde leben, dann wird da halt auch kein Fortschritt entstehen. Und das ist halt so meine ganz, ganz feste Vision irgendwann, dass halt die Grenzen halt wirklich nur hier oben in den Köpfen der Menschen sind und nicht irgendwie Landkarten oder irgendwelche Programme dir sagen, dass da jetzt eine Grenze vorfindbar ist. Du hast gerade vorher erwähnt, dass diese Utopie, die wir hoffentlich irgendwann erreichen werden, also dass der Weg dorthin ein Prozess ist. Ja. Was ist denn deine Einschätzung? Wie weit sind wir in diesem Prozess? Wie weit sind wir auf dem Weg? Wie viel haben wir schon geschafft? Was haben wir noch vor uns? Auch wenn wir vielleicht so quasi die Flughöhe ein bisschen erhöhen und jetzt nicht nur so an unsere diversen Bubbles in Deutschland, in Österreich denken, sondern wirklich auch an den ganzen Planeten? Boah, das ist eine sehr gute Frage. Also ist auch eine sehr, sehr schwierige Frage, wo ich auch nicht genau weiß, ob ich da die richtige Antwort drauf finden könnte. Aber ich denke da immer so an Ereignisse wie zum Beispiel George Floyd, was passiert ist mit dem Mann, mit dem schwarzen Mann, was wirklich grausam war, wo die Welt ja irgendwie mal so aufgerüttelt worden ist und gesagt worden ist, hey, schaut mal da, Black Lives Matter hat an Stimme gewonnen, hat an Platz gewonnen, und das war schon mal viel wert auf jeden Fall. Aber dann denke ich wiederum auch an Ereignisse wie in Deutschland, die dann passiert sind, Hanau zum Beispiel, wo junge Menschen aufgrund ihres vermeintlichen Aussehens ermordet worden sind, auf brutale Art und Weise, was mich zum Beispiel sehr betroffen gemacht hat, wo ich dann drüber nachgedacht habe am nächsten Tag, am Abend, wo das passiert ist. Mensch, hättest du da gesessen, wärst du dort rausgekommen? Also das sind so Fragen, die sich, glaube ich, jeder Mensch, der irgendwie Migrationsgeschichte hat, in einem Land lebt, wo man sich eigentlich zu Hause fühlt und hier vollkommen nicht mal angekommen ist, sondern einfach hier da ist und sein Herz beziehungsweise die Herzen einfach hier schlagen und hier hingehören, sind das so Ereignisse, die eben einen sehr, sehr krass prägen. Und ich glaube, dass wir noch ganz, ganz, ganz am Anfang stehen, was eben diese Utopie angeht, das irgendwann vielleicht erreichen zu können. Aber wir stehen schon mal an einem Punkt, wo Menschen die Möglichkeiten bekommen, die Möglichkeiten sehen und sie wahrnehmen, um dann eben darüber zu reden und das irgendwie in die Welt zu tragen. Und wenn ich so gesamt auf die gesamte Erde schaue, dann wirft es mich, glaube ich, noch mal so ein Stückchen nach hinten, wenn ich mir eben Länder anschaue, wie zum Beispiel Afghanistan, wenn ich mir Länder anschaue, eben im Nahen Osten, generell die Konflikte, die auf dieser Erde herrschen, die sind so immens und so unglaublich riesig, dass man sich darin verliert und irgendwie denkt, dass man,
dass man nichts ausrichten könnte. Aber ich glaube, der Gedanke alleine irgendwie daran zu glauben und zu hoffen, dass man Positives bewirken kann, dass man Positives bewirken will, reicht schon aus. Und das ist halt auch dieser Gedanke von mutig sein, eben in diese Zukunft hineinzugehen, sich gegenüber Regierungen zu stellen, sich gegenüber, sag's mal ganz plump, Propaganda Stellen zu stellen und zu sagen, dass man das nicht mitmacht, dass man die Diskriminierung nicht mitmacht, dass man eben dagegen angeht und versucht eben diese Missstände irgendwie in irgendeiner Form zu unterbinden. Aber das ist gefährlich, das verstehe ich, das habe ich auch aus eigener Erfahrung auch erleben müssen, wie es ist, von Nazis beschimpft zu werden, wie es ist, von Nazis beleidigt zu werden, bedrängt zu werden oder sogar eben, ja, eben ganz, ganz böse Nachrichten zu bekommen. Also sowohl im realen als auch im digitalen Leben. Das verschiebt sich dann immer so ganz gerne mal immer so von da nach da. Gerade halt auch als Journalist in meiner Arbeit ist das dann umso schwieriger, irgendwie diese Sicht eines Menschen, der eben nicht weiß ist, zu vertreten. Aber ich glaube, dass wenn man davon nicht abschreckt und bewusst sagt, dass man eben weitermacht und auch in Kauf nimmt, dass eben Sachen geschehen können, das nehme ich in Kauf, dass eben die Arbeit, die ich hier mache, eben halt auch gefährlich ist. Und mein Freund, also in Deutschland zum Glück nicht so gefährlich wie auf anderen Teilen der Erde, aber eben sollte man das auch nicht unterschätzen. Und mein Freund zum Beispiel, der macht sich zum Beispiel mega Sorgen drum, wenn ich dann nach Hause komme und sage, dass das erst vor einigen Wochen passiert, vor wenigen Wochen am Hauptbahnhof als linker Scheißjournalist beleidigt worden bin. Und das ist halt, da fragt man sich dann, okay, also woher weiß der das erstens, dass ich Journalist bin, und woher weiß er, dass ich irgendwie links so einzuordnen bin? Und dann ist halt relativ klar, dass man mich über Social Media dann irgendwie erkannt hat. Und das ist nicht das erste Mal, dass so etwas passiert, aber das nehme ich in Kauf. Und das nehme ich auch sehr gerne in Kauf, weil ich halt weiß, dass da viele Menschen draußen sind, die eben dieses Verständnis schon haben, die Empathie haben. Und diese Empathie eben nur noch fehlt, irgendwie in die richtige Richtung eingeschlagen zu werden. Also zu sagen, hey, schau mal, wie offen eigentlich die Welt sein kann, wie offen Menschen miteinander leben können, wie friedvoll eigentlich die Erde sein kann. Und dieser Gedanke spornt mich halt sehr an, dass man halt diese Menschen nicht vergisst, dass man sie nicht aufgibt und halt versucht, irgendwie sie mit an Boot zu holen. Ne? Du hast jetzt gerade Empathie angesprochen, und das bringt mich so zu der Überlegung, was fehlt denn noch? Ja, weil ich vermute, und da können wir jetzt auch über die sehr unterschiedlichen Erfahrungen sprechen, also du hast gerade aus persönlichem Erleben und persönlicher Betroffenheit geschildert, eben auch von, weiß nicht, Neonazis angegriffen zu werden und so weiter und so fort. Das ist eine Erfahrung, die ich nicht habe. Ja? Das heißt, da kann ich von dir lernen. Ich glaube, wo wir auch völlig unterschiedliche Erfahrungen haben, ist vom Alter her. Ja? Also ich bin mindestens eine Generation über dir. Wenn ich mich erinnere an meine Schulzeit, ja, oder wenn ich das vergleiche mit der Tochter von Freunden, die ist jetzt 13. Ja. In ihrer Schulklasse gibt es 27 Kinder aus 18 verschiedenen Nationen. Ja. Alle Hautfarben, Religionsbekenntnisse und so weiter. In meiner Schulzeit gab es überhaupt niemanden, der irgendwas anderes gehabt hat, außer einer, die war evangelisch. Die ist nicht mit uns im Religionsunterricht gesessen. Ja. Und das war schon... Was ist das überhaupt? Ja. Also jetzt, was ich damit sagen will, ist, die Welt hat sich ja offenbar schon sehr verändert. Ja. Wie weit jetzt die Menschen mithalten konnten mit diesen Veränderungen, auch mit diesen Wanderungsströmen in ihrem Erleben, ihrem Empfinden, ihrer Empathie, ist eine ganz andere Frage. Ja. Aber um da auch ein bisschen abzurunden, so dieses, wo stehen wir in dem Prozess, was ist denn deiner persönlichen Einschätzung, auch mit diesen Erfahrungen nach, was fehlt, was braucht es noch konkreter? Ja, ich glaube, da fehlt einiges. Also
die Sichtbarkeit, glaube ich, fehlt. Also zum Teil eben vor allem ja eben in politischen Ämtern zum Beispiel oder in Initiativen, Beteiligungsmöglichkeiten müssten sich öffnen. Sie müssten sich quasi niedrigschwelliger an Menschen richten und eben sagen, hey, ihr seid hier willkommen. Wir möchten euch unbedingt dabei haben, egal welche Hautfarbe, welche Religionsgemeinschaft und, der Mensch zugehörig ist. Dann glaube ich, dass es noch fehlt an Wertschätzung ganz viel. Also die Wertschätzung, wenn wir jetzt gerade an Deutschland denken mit der GastarbeiterInnen-Generation. Ich bin jetzt in der dritten Generation hier. Meine Großeltern kamen als GastarbeiterInnen hierher. Sie haben dieses Land mit aufgebaut, haben unfassbar viel gearbeitet und geschuftet, eben damit nicht nur sie an eben Wohlstand und an Geld irgendwie gewinnen können, sondern eben auch, dass ihre Kinder und auch die Enkelkinder daran gewinnen können. Und nicht nur das zu vergessen, sondern auch eben der Gedanke, dass sie dieses Land mit aufgebaut haben. Und da kommt mir das immer zu kurz, dass die Wertschätzung gegenüber der GastarbeiterInnen-Generation eine gute Freundin von mir sagt immer Generation Gold. Was ich unglaublich schön finde, diese Beschreibung gegenüber der GastarbeiterInnen-Generation zu finden. Und ich glaube, dass das halt einfach, also das sind so mehrere Komponenten, die miteinander hergehen. Und erstens quasi die Sichtbarkeit, dann eben die Wertschätzung auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben halt auch mal andere Konzepte anzugehen und zu schauen, wie kann man denn niedrigschwelliger werden, wie kann man den Menschen besser erreichen. Ich hatte jetzt vor kurzem die Ehre, beziehungsweise vor einem halben Jahr die Ehre, Jugendbotschafter für Deutschland im deutsch-französischen Zukunftswerk zu sein. Dort haben wir Handlungsempfehlungen quasi erarbeitet und die werden dem deutsch-französischen Ministerialrat vorgelegt, damit eben vor allem auf die Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit geschaut wird. Und dort war halt ein wesentlicher Punkt nicht dabei. Und das war eben dieser Ansatz von gesellschaftskritischer Haltung und eben auch diese diskriminierungssensible Arbeit. Und da haben wir eben sehr, sehr stark darauf gepocht, gerade halt auch Menschen, die von Rassismus und anderen Diskriminierungsformen betroffen sind, haben darauf gepocht, eben, dass so eine Handlungsempfehlung unbedingt mit reingehört. Und wir haben das dann auch geschafft, dass das dann tatsächlich mit ins Programm reingenommen worden ist. Und es bleibt jetzt abzuwarten, was die beiden Regierungen daraus machen. Also es wäre schade, wenn es nicht umgesetzt werden würde, aber es bleibt halt abzuwarten. Und ich glaube, dass wenn mehr Menschen in solche Strukturen und in solche Prozesse mit reinkommen, die eben betroffen sind nun mal von diesen Diskriminierungsformen, dass da halt eben auch Wandel entstehen kann und dass dort halt auch guter Wandel entstehen kann. Weil wie sieht die Welt denn aus, wenn sie quasi ganz plump nur von alten weißen Männern regiert werden würde? Also das, weißt du, was ich meine? So, das ist ja auch schon mal so eine Sache gewesen, wie zum Beispiel, dass Frauen weiter in Führungsebenen reinkommen sollen, dass Frauen eben weiter emanzipiert werden sollen und eben dort geschaut werden muss, wie sie eben in diese Strukturen mit reingehören. Und genauso sollte es ja eigentlich auch sein, dass eben die Menschen, die hier seit 60 Jahren, seit über 60 Jahren hier leben, eben auch mal so eine Art Wertschätzung und eine Art Zugang dazu bekommen können, was denn eigentlich um sie herum passiert. Und da habe ich immer so dieses klassische Bild vor Augen, dass meine Oma sich ja natürlich auch fragt, was in ihrer Nachbarschaft passiert. Was wird denn jetzt mit den Parkplätzen passieren, die um die Ecke sind? Was wird denn mit den Spielplätzen passieren, die um die Ecke sind? Das sind ja alles Fragen, die sie trotzdem beschäftigen, aber eben die Beteiligungsmöglichkeiten, die sieht sie nicht. Und da setze ich zum Beispiel auch so auf andere Konzepte wie auf Mehrsprachigkeit setzen. Das ist ja, wir haben die Leute da, wir haben die DolmetscherInnen da, wir haben Strukturen da, die da sind, aber man muss das nur noch so miteinander verknüpfen, um eben diese Bausteine miteinander zu einem großen Werk dann hervorzuziehen. Und ich glaube halt, dass wenn man die Strukturen, die mittlerweile da sind, da eben mit einbinden kann und eben zusammendenkt, da halt auch Gutes bei entstehen kann. Und selbst wenn etwas nicht Gutes bei entsteht, lernt man ja auch daraus. Also das ist ja das Ding.
Da gibt es einen Punkt auch, wo mich deine Erfahrung interessieren würde. Also ich habe den Eindruck, also erstens einmal, es gibt das gesamte Spektrum von Menschen. Ja. Es gibt vermutlich welche, die so von, ich weiß nicht, Hass und Vorurteilen erfüllt sind, dass wahrscheinlich gar nichts gibt, was sie umstimmen kann. Ich neige grundsätzlich immer dazu, zu glauben, in jedem Menschen gibt es auch Gutes und gibt es diese Möglichkeit zur Öffnung, zur Veränderung und so weiter. Ich habe auch den Eindruck, man kann Menschen nicht mit dem Holzhammer zwingen, ihre inneren auch Ängste, ja, Ängste vor etwas, was vielleicht anders ist, zu überwinden. Hast du Erfahrungen gemacht, was hilft oder was bringt Menschen dazu, sich mehr zu öffnen auch, ja, und dieses, was sie als anders wahrnehmen oder befürchten, auch ein bisschen mehr reinzulassen, vielleicht auch als doch gar nicht so anders zu akzeptieren, sich dem einmal anzunähern. Hast du da Erfahrungen? Ja, tatsächlich. Also ich habe da schon viele Erfahrungen sammeln können, dass eben Menschen, die ja eben nicht bewusst, also es gibt Menschen, die bewusst eben diese Diskriminierungsform, diesen Hass eben in die Welt tragen, dann gibt es eben Menschen, wie du schon so gut gesagt hast, eben mit dieser Angst vor dem Anderssein, davor eben diese Angst haben. Und ich meine, ich kann diese Angst nicht so ganz nachvollziehen, weil ich stecke ja quasi in der Rolle, dass die Leute irgendwie dann Angst vor mir haben, aber dann verstehe ich das wiederum nicht so, ne? Also diesen Punkt aus der Angst verstehe ich dann manchmal nicht, aber ich versuche dann irgendwie mit offenen Armen denen entgegenzukommen. Und es gab Situationen, wo ich dann zum Beispiel hier in der Innenstadt bei uns in Braunschweig war und da war so ein Sportfest ganz quer verteilt durch die Stadt, Sportanlagen, wo man sich hinstellen konnte, irgendeine Übung machen konnte oder ein Frisbee werfen konnte, Basketball spielen konnte. Und dort war eine ältere Dame, die Frisbee geworfen hat. Und dann stand ich daneben und sie hat mir versucht, das zu erklären. Aber sie hat mir das in einer Art erklärt, als würde ich kein Deutsch verstehen, als wäre ich hier nicht geboren. Und dann habe ich sie angeschaut und habe sie angesprochen. Ich so, ja, ich verstehe sie, ist alles gut. Also sie brauchen nicht so mit mir zu reden, als wäre ich ein kleines Kind oder so. Und dann guckt sie mich an, so, ja, verstehen Sie mich denn wirklich? Und dann meinte ich so, ja, natürlich verstehe ich sie. Also wie soll denn das aussehen? Und die war dann total irritiert irgendwie in dem Moment und meinte dann halt so, ja, Mensch, Sie sprechen aber gutes Deutsch. Und dann, ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber ich meinte so, ja, danke, Sie auch. Und das war, also sie hat mich eher irritiert angeschaut und das war, glaube ich, eher so ein unglücklicher Moment, dass ich sie nicht so ganz abholen konnte. Aber ich beobachte das halt bei Menschen trotzdem, die eben neugierig sind, die eben noch mehr wissen wollen, die Kultur zum Beispiel meiner Großeltern kennenlernen wollen. Ich meine, ich bin irgendwo dazwischen groß geworden, zwischen der türkischen und der deutschen Kultur. Und dann lädt man sie zu sich nach Hause ein, man kocht dann irgendwie was Schönes. Ob es dann irgendwie was Türkisches ist, gemixt mit etwas Deutschem oder Italienischem. Und da unterhält man sich dann drüber und tauscht sich aus. Und da habe ich die besten Erfahrungen eben mitgemacht, dass so eben kulturvollen Menschen zusammenbringen kann, dass Kultur, sei es Kochen, sei es Kunst, sei es Musik. Über Musik habe ich auch viele Menschen erreichen können, wie zum Beispiel eine neue türkische Band, beziehungsweise eine holländisch-türkische Band, die machen aus alter türkischer Musik quasi so neue türkische Musik. Und das ist so eher so einem funky, soul-mäßigen Indie-Rock-Genre. Und darüber habe ich auch Leute kennengelernt, die eigentlich gar nichts mit der türkischen Kultur so richtig am Hut haben, aber dann eben sich durch Musik dahingehend geöffnet haben. Und ich glaube, dass wenn man offen bleibt gegenüber Menschen, die eben solche vermeintlichen Ängste haben, glaube ich, dass man die gut abholen kann. Aber wiederum Menschen, also jetzt nochmal andere Menschen, die ja eben die hasserfüllt sind, die eben rechte Gedanken haben, die rassistisch sind, offenkundig, bei denen sehe ich das mit einer großen Problematik. Also dort
Sehe ich mich zum Beispiel nicht bereit dazu, denen irgendwie entgegenzukommen, weil für mich ist das eine absolute Gefahr und eine Zumutung, denen gegenüber zu öffnen und zu sagen, hey, schau doch mal, so schlimm ist das doch eigentlich gar nicht, sich mal einen Döner zu gönnen oder mal irgendwie, weiß ich nicht, Halle tanzen zu gehen. Und dort sehe ich mehr die Verantwortung bei den Menschen, bei den Mitmenschen, die eben nicht so krass der Gefahr ausgesetzt sind. Natürlich sind auch Menschen, die sich eben aktiv gegen rechte Menschen stellen, auch der Gefahr ausgesetzt. Aber ich glaube halt nicht so krass der Gefahr ausgesetzt wie halt Menschen wie ich. Aber es ist ein schwieriges Thema. Ich weiß halt auch nicht, wie man dort eine richtige Antwort treffen kann. Da habe ich nicht die magische Formel leider. Ich hätte sie gerne. Schön wäre es, gell? Ja, absolut. Aber gerade halt, also ich frage mich immer, und das geht mir immer wieder dann durch den Kopf, gerade Deutschland mit solch einer Historie, ich begreife das nicht. Ich begreife es nicht, wie Rechtsextreme hier zum Teil ja, eben in Parlamenten sitzen können. Sehen wir anhand von Björn Bernd Höcke, kann den Namen nicht, ist auch egal, Höcke, von der AfD, der offenkundig als Rechtsextremist benannt werden darf. Und ich verstehe das nicht. Ich begreife nicht, wie man aus Geschichte nicht lernen kann, wie man daraus irgendwie auch nicht versucht, im Ansatz sich zu verändern. Also wie unreflektiert und wie zum Teil, sorry, aber auch dumm Menschen sein können, um ja eben offene Strukturen, offene Gesellschaften den Kampf anzusagen. Und das ist etwas, was eben zutiefst menschenverachtend ist, sich irgendwie gegenüber andere zu stellen und sogar darüber zu stellen. Und deswegen sehe ich da zum Beispiel meine Verantwortung nicht, irgendwie der Belehrer zu sein gegenüber ja, rechtsextremen, rechtgesinnten Menschen. Aber sehr, sehr gerne gegenüber Menschen, die eben die Berührungspunkte nicht haben, die trotzdem willens sind, ja, dazu zu lernen, Neues auszuprobieren. Und da sehe ich halt vor allem eben die Möglichkeiten durch Kulturarbeit eben Menschen zusammenzubringen und diese dann quasi auch zu vereinen. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr guter Weg auch ist, weil es halt auch vor allem so ein simpler Weg ist. Weißt du, dass man sich irgendwie zusammensetzt, etwas isst und redet, das reicht schon vollkommen aus. Und so simpel dieser Gedanke ist, so simpel ist die Tat auch dahinter, dass man dann irgendwie am Abend dann sich ins Bett legen kann und denken kann, wow, heute habe ich mal was Gutes gemacht. Ich glaube, du hast gerade ein ganz wichtiges Wort auch gesagt, die Berührungspunkte, ja, die zu finden, zu schaffen, zu pflegen. Ich glaube, dass das vielleicht sogar ein ganz wichtiger Bestandteil von einer möglichen Formel dafür ist, ja. Ob die dann bei allen funktionieren kann oder nicht, ist die Frage. Aber ich denke mir, wenn es überhaupt etwas gibt, was bei den ganz Extremen fruchten könnte, dann ist es, glaube ich, das Herausfinden, hey, wir haben auch Gemeinsamkeiten. Ja. Also das Gegenüber dann nicht als nur anders wahrzunehmen, sondern zu sagen, okay, ja, der will jetzt auch, keine Ahnung, dass es seiner Familie gut geht oder eine gute Ausbildung haben oder Spaß in der Freizeit haben oder was auch immer. Ja. Und wenn die Möglichkeit überhaupt besteht, Schritt für Schritt herauszufinden, hey, da ist eigentlich mehr Gemeinsames als Trennendes. Ja. Und du hast eh also schon auch erwähnt, die möglichen Berührungspunkte, nicht so über Kochen, Essen, Musik und so weiter, finde ich super spannend, ja, weil ich glaube, dass das wirklich viele Menschen dann, also auf so eine elementare Ebene irgendwie bringt, ja, wo man dann sagt, ja, hey, eigentlich, neues Gewürz schmeckt auch gut, ja, werde ich in Zukunft auch verwenden und schon ist ein kleines Stückchen die Welt größer geworden. Ja. Ne? Und die sind sehr wichtig, dass das uns mehr eint, als dass uns trennt. Den habe ich auch sehr, sehr in mir drin, weil ich meine, letztlich, wir sind alle Menschen. Wir leben alle auf dieser Kugel, in einem unendlich weiten Universum. Und also das musst du ja erstmal begreifen. Und dann bekriegen wir uns hier auf dieser Erde. Das ist so absurd und banal eigentlich, aber halt leider auch Realität, die bitter ist, ne? Ja, es ist also, wenn man so quasi die Flughöhe erhöht, ist es so völlig absurd, ja, und unverständlich, nicht? Und auf der anderen Seite
frage ich mich auch, wie ist es möglich, weil also auch das würde für mich ja eine offene Gesellschaft ausmachen, ja, zu sagen, okay, wenn jemandem dieser Perspektivenwechsel quasi nicht möglich ist oder nicht gewohnt ist, was kann ich dann tun, ne, um den Menschen zu zeigen, hier, da gibt es jetzt außerhalb von, wie soll ich sagen, dieser Bodenwahrnehmung, ja, also da bin ich und da sind meine Nachbarn und das gefällt mir schon nicht, wie die tun und was die essen und so weiter und so fort, ja, also wie kann ich die auch dabei unterstützen, ein bisschen mehr von oben drauf zu schauen, ja. Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich habe da zum Beispiel jetzt in der Mietwohnung, wo ich wohne, ich hatte mega, mega lange gesucht, mit meinem Freund zusammen eine Wohnung zu finden in Braunschweig. Und ich weiß nicht, wie das, ich glaube, in Österreich, in Wien ist die Wohnungslage ein bisschen besser als in Deutschland, habe ich mir sagen lassen. Ja, sich verschlechternd, aber immer noch, also wir sind glücklich im Vergleich zu vielen anderen Städten, ja. Ja. Und bei uns ist das halt, also alleine wenn man dann ja eben ja, Migrationsgeschichte hat, eben dann noch vorteilbelastet ist, von VermieterInnen nichts mehr zurückgeschrieben bekommt, super, super lange suchen muss. Und ich habe dann aus Zufall diese Wohnung, in der ich jetzt auch wohne, gefunden, habe dort angerufen und war sehr hartnäckig und habe dann... ich glaube, die Dame hat nicht verstanden, was mein Name eigentlich ist. Also Atay Küçükler, da habe ich mich vorgestellt und ich glaube, sie hat das nicht verstanden. Sie meinte so, ja, kommen Sie mal vorbei. Also es war eine sehr, sehr ältere Dame gewesen. Und dann bin ich vorbeigekommen und als ich ihr dann entgegenkam, ich habe an ihrem Blick gemerkt, sie hat jemand anderen erwartet, der jetzt kommt. Und es war... Moment, der ein bisschen unangenehm war, aber ich war trotzdem offen und war trotzdem sehr, sehr, ja, eben, ich war auch natürlich sehr, sehr erpicht darauf, diese Wohnung zu bekommen, weil wir halt schon mega lange gesucht haben. Und dann hat sie mir die Wohnung gezeigt und darauf sind dann noch zwei Gespräche gefolgt und die waren dann leider nicht so schön, weil dann eben auch, ja, rassistische Sachen gefallen sind. Wie zum Beispiel, dass sie nicht mögen, wenn man irgendwie orientalisch kocht, weil das dann immer im Hof so komisch riecht oder dass man nicht die Cousine, Cousin, die Sippe, wurde dann gesagt, einziehen lässt oder dass man nicht in die Waschbecken kackt. Also das solche Sachen, also ganz, ganz abstruse Sachen, die ich mir anhören durfte, die ich dann geschluckt habe und wo ich dann nicht weiter drauf eingegangen bin, weil ich mir dachte, ey, du willst die Wohnung haben. Also es war dann auch ein Moment, wo ich mich dafür geschämt habe, dass ich nicht proaktiv was dagegen gesagt habe, weil normalerweise ist meine Natur, dagegen anzugehen und zu sagen, Moment mal, das ist rassistisch, das lasse ich nicht mit mir machen. Aber in solch einer Situation, wo man dann eben eine Wohnung sucht, ist das dann eben, ja, muss man nicht, aber das habe ich dann eben geschluckt. Aber mit der Zeit ist mir aufgefallen, worauf ich hinaus möchte, ist, dass die warm geworden sind mit uns und dass sie gemerkt haben, hey, Moment mal, die sind doch gar nicht so. Und ich höre dann immer wieder auch von Menschen, aber wiederum diese andere These mit, naja, sie sind ja nur Einzelfälle, also sie sind ja nur einer von vielen und bei ihnen muss das ja nicht zutreffen, sie sind ja vollkommen in Ordnung. Aber da sage ich dann wiederum so, nein, ich möchte auch kein Einzelfall sein in dem Fall, weil ich weiß einfach ganz genau, dass die generelle Community nicht so ist, dass das ganz normale Menschen sind wie du und ich. Also da halte ich dann die Stirn gegen. Und das habe ich dann gemerkt mit der Zeit eben bei unseren VermieterInnen, dass die halt sehr, ja, eben locker geworden sind, warm geworden sind mit uns. Und dort habe ich dann gesehen, okay, es wird dann immer gesagt, so, ja, die sind halt alte Schule, ne? Also so sind halt noch, ich glaube, die sind Ü80, also sind schon sehr, sehr alt. Aber ich hoffe, die hören auch den Podcast nicht. Aber vielleicht wird es helfen, ja. Ich weiß nicht, ob es helfen würde, aber also sind eigentlich sehr, sehr liebe Menschen jetzt mittlerweile. Und die sagen auch sowas nicht mehr. Die sind eigentlich super, super soft geworden mit uns. Mhm. Was ich nicht relativieren möchte, was sie zu uns bzw. zu mir gesagt hatten. Aber ich habe eben gemerkt, ne, dass
so eine Notsituation dann irgendwie dahin geführt hat, dass am Ende die Menschen daraus gelernt haben, auch wenn es für mich nach meinem Gefühl nicht günstig gelaufen ist, eben nicht die Stirn zu halten und zu sagen, ey, das ist nicht in Ordnung, ist es am Ende dann doch gut geworden. Und ich meine, die leben halt wirklich auch 2 Meter nebenan von uns. Das wollte ich mal so in den Raum werfen. Ja, du, diese Geschichte, die du da erzählt hast, also die habe ich so ganz ähnliche schon von so vielen Menschen gehört, die jetzt in irgendeiner Weise Migrationshintergrund haben. Ja. Die sagen, das ist immer wieder, wenn sie sich dann länger mit jemandem unterhalten, dann heißt es, ne, du bist eh okay, aber die anderen. Ja. Und ich denke mir, das bringt mich wieder zu dem, was du vorher gesagt hast, die Berührungspunkte. Ja. Also ich glaube, dass so viel von diesen Vorurteilen und Diskriminierungsimpulsen von Menschen auch daher kommen, dass sie das, gegen das sie da angehen, ja gar nicht kennen. Ja. Dass sie meistens gar niemanden kennen mit Migrationshintergrund oder aus irgendwelchen anderen Bubbles. Ja. Ja, absolut. Und ich glaube, wenn die Menschen einfach offener wären, grundsätzlich das auch zuzulassen, dass Menschen auch quasi, also erstmal überhaupt zu akzeptieren, dass wir anders sind, das sind wir alle. Das sind nicht nur die Menschen, die in einer Bubble leben, die jetzt vermeintlich weiß sind, privilegiert und irgendwie SUV fahren. Die sind auch alle unterschiedlich anders. Und ich glaube, wenn wir das erstmal akzeptieren, dass wir grundsätzlich alle anders sind und dass das auch gut ist, anders zu sein, natürlich mit dem Fokus darauf, dass wir alle auf einer menschlichen Ebene bleiben, dass wir alle respektvoll miteinander sind. Damit meine ich jetzt nicht zu akzeptieren, dass es auch Nazis gibt. Dafür gibt es kein Pardon, also absolut nicht. Aber ich glaube, wenn Menschen eben erstmal akzeptieren, anders zu sein, anders, dass das okay ist, anders auch zu leben und diese Berührungspunkte immer mehr zulassen, dass sie dann irgendwann diesen Dreh raus haben und diesen Schlüssel dann in der Hand halten, so Moment mal. Es sind ja eigentlich alle anders, aber alle sind auch, also es gibt solche und solche. Und die größte Mehrheit ist ja eigentlich gar nicht so, wie ich dachte, wie sie wären. Jetzt würde ich gerne mit dir auch ein bisschen hineinschauen noch in diesen Begriff offene Gesellschaft, beziehungsweise ich glaube, es wäre sinnvoller, offene Gesellschaften zu verwenden. Du hast schon angesprochen, das haben wir so in der Einleitung gar nicht erwähnt, dass du auch Journalist bist oder Journalistikstudent und offenbar auch schon als Journalist tätig. Du bist Student auch als solches. Du bist in der Bildungsarbeit für Nachhaltigkeit tätig, bist Botschafter, Jugendbotschafter und so weiter. Ich denke mir, du bist ja in vielen Bubbles und Gesellschaften unterwegs. Ich habe jetzt wahrscheinlich nur einen Bruchteil aufgezählt. Ja. Merkst du da Unterschiede? Also gibt es da offenere Gesellschaften, offenere Bubbles als andere? Gibt es welche, wo du dich leichter tust und wo du mehr anstehst? Wie ist denn, also gibt es da auch eine Vielfalt im Erleben quasi? Absolut gibt es da eine Vielfalt. Also ich habe, so wenn ich jetzt an die migrantische Community denke, wo ich mich vermeintlich auch wirklich wohlfühle und eben so über Diskriminierungsformen offen sprechen kann, eben gerade halt auch auf Bezug Rassismus zum Beispiel, dort ist das Miteinander irgendwie anders als in der Community der Nachhaltigkeit, wo ich dann irgendwie bin und eben auch eine ganz andere Sprache dann zum Teil verwende. Also ich verstehe mich nicht, aber es ist dann halt einfach so eine Gefühlssache, dass man eben anders dann mit den Menschen kommuniziert, als zum Beispiel, wie ich jetzt in der postmigrantischen Community dann irgendwie mit den Menschen kommuniziere, weil da dann eben auch noch so dieses Gadget dazu kommt, dass man dann eben Deutsch und Türkisch dann miteinander vermischt und dann eben so miteinander spricht und eben dort andere Ausdrucksweisen hat und, und. Aber ich erlebe das auch oft, dass, also was mir immer sehr fehlt, was ich auch vorhin sagen wollte, ist, dass eine Community, in der man sich bewegt, auch eine Grundsolidarität nicht hat. Also das muss nicht immer zwingend sein, dass wenn man in einer Community ist, dass es dann heißt, ja, okay, wir stehen jetzt zusammen beisammen
für alle ein. Das ist leider nicht immer der Fall und das beobachte ich sowohl in der postmigrantischen, in der migrantischen Community als auch in der Nachhaltigkeits-Community, wo dann eben Menschen dann bestimmte Dinge eben nicht so akzeptieren, wie sie sind, ist ja auch irgendwo klar, aber dort dann eben eine Grundsolidarität mir sehr, sehr fehlt, weil wenn man dann zum Beispiel über diese Diskriminierungsformen nachdenkt, innerhalb der postmigrantischen, migrantischen Community, dann ist das für mich immer so ein Ding, okay, alle sind gegen Rassismus, weil alle erfahren Rassismus. Aber was ist denn mit Sexismus? Was ist denn mit Antisemitismus? Was ist denn mit Homofeindlichkeit, mit Queerfeindlichkeit? Ich meine, ich selbst bin queer, erlebe das auch in der migrantischen Community, dass es Queerfeindliche gibt und dass die meine Person an sich dann schon ablehnen. Und das meine ich dann eben mit Grundsolidarität. Ich meine, wir wissen, wie es ist, diskriminiert zu werden. Also da zähle ich auch Frauen mit ein, die eben Sexismus erfahren. Aber da zähle ich dann auch Menschen mit ein, die Klassismus zum Beispiel erfahren, also die von Armut betroffen sind, dass man ja eigentlich gemeinsam gegen so diesen Oberbegriff von Diskriminierung ja angehen kann und dagegen zusammen Gutes bewirken kann. Und da fehlt mir das immer sehr. Aber da erlebe ich dann eben immer so diese Widersprüche, ne? Also auf der einen Seite hat man dann eine Community, die dann wirklich entschlossen gegen eine Sache ist, aber dann eben die Sache, die eigentlich als Nachbar zu sehen ist, dann eben nicht mehr so eine Geschlossenheit herrscht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Frage so ganz beantwortet habe, aber genau, das wollte ich mal so loswerden. So, ich weiß auch nicht, ob es auf alle Fragen, oder ich bin mir sicher, es gibt nicht auf alle Fragen so die endgültigen Antworten. Das wäre toll, wenn wir die da hätten, aber also was ich so spannend finden würde auch ist, ich glaube, das ist was uns beide auch verbindet, so grundsätzlich so ein Wert von konstruktiv sein zu wollen, auch auf das zu schauen, wie es funktionieren könnte oder wo etwas funktioniert. Ja. Und darum möchte ich vielleicht nochmal nachfragen, ja, weil natürlich dein Thema mit Diskriminierung und du sprichst darüber, wo du sie erlebst und so weiter, prägend ist für dich. Ja. Und ich möchte noch ein bisschen nachfassen, wo funktioniert auch etwas? Ja? Also wo sind die Öffnungen da? Wo lebst du vielleicht auch? Also ich will dir das nicht in den Mund legen, ja, aber hoffentlich auch Positives und Offenheit und vielleicht auch offene Bubbles, offene Gesellschaften. Ich glaube vor allem, glaube ich, so in die Richtung eben von Nachhaltigkeit gibt es viele Menschen, die dem gegenüber offen sind und die da auch erkennen, dass eben Repräsentation wichtig ist, dass Repräsentation in dem Fall eben von Menschen, die sonst nicht in diesen Bubbles drin sind, eben diese Möglichkeit einfach bekommen, eben mal einzutauchen und zu schauen, wie jetzt zum Beispiel die Nachhaltigkeitswelt denn aussieht, wie zum Beispiel Klimaschutz funktionieren könnte. Und so weiter. Also da gibt es schon Konzepte auf jeden Fall. Da würde ich auch das UPenn mit einschließen, wo wir dabei sind, eben Menschen eben einen Raum zu schaffen. Und apropos, da würde ich dann gerne auch die UConn Zukunftskonferenz erwähnen, die dieses Jahr ansteht vom 7.7. bis 10.7. in Mannheim in Deutschland. Und dort gibt es eben die Möglichkeit, dass eben BIPOCs, also Black Indigenous und People of Color, eben die Möglichkeit haben, dort einen eigenen Raum gesondert zu bekommen, wo sie eben über bestimmte Utopien, wie zum Beispiel eine nachhaltige Welt, eine Welt, wo Klimaschutz an erster Stelle steht, eben aus deren Sicht nochmal zu beurteilen und zu erschließen und eben vor allem auch haben wir den Raum dafür geöffnet, dass eben auch mal eine Reflexion stattfindet, eben auch von weißen Menschen, also dass es dann auch Workshops geben wird, wie zum Beispiel kritisches Weißsein, dass das reflektiert wird, dass Privilegien erkannt werden, dass jeder mit irgendeinem Privileg durch die Welt wandert und dass das halt einfach mal reflektiert wird. Und bei uns ist da eben das Gute dran, dass die UPenn-MitgliederInnen eben die Themen selbst erstmal so erschließen. Und da haben wir eben am Anfang des Jahres geschaut, ja, was wollen wir denn eigentlich auf der diesjährigen UConn haben?
Und dann war aber auch eine Grundeinigkeit da innerhalb des UPenns. Ja, dann soll es eben in die Richtung Antidiskriminierung gehen, dann soll es auch in die Richtung Antirassismus gehen, aber auch vor allem mit dem Augenmerk darauf, dass eben Privilegien gecheckt werden, dass eben Menschen sich reflektieren können, aber eben auch, dass Räume geöffnet werden für Menschen, die eben sonst nicht Teilhabe erfahren. Und da kann ich echt nur das UPenn quasi sehr, sehr für wertschätzen, dass wir diese Strukturen haben, dass wir diese Strukturen aber auch selbst erarbeiten und ein Team hinter uns haben, nämlich das Team für Jugendbeteiligung, was in der Stiftung Bildung sitzt, die uns dann halt wirklich bei allem unterstützen, wo nur geht, die das alles organisieren, die, die wirklich auch unerreichbare Arbeit irgendwie ja dann auch erreichen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für, dass wir halt diese Menschen haben, die dann eben diese Arbeit auch machen, die uns in jeder Form unterstützen. Da funktioniert sehr gut. Und ich hatte zuvor immer sehr viel Negatives gesagt. Ich sage jetzt auch noch mal was Negatives, leider. Jetzt nicht aufs UPenn bezogen, aber eben Fridays for Future zum Beispiel, da gibt es eben die Problematik, dass eben Themen wie Antirassismus und also vor allem eigentlich Antirassismusarbeit eben ja eher ein Schein sind als ein Sein, was ich mir eben sehr, sehr wünsche, eben wenn man gerade von einer Bewegung spricht, dass die dann eben auch natürlich kritisch mit sich selbst umgehen. Ich meine, da nehme ich mich selbst nicht raus. Ich versuche mich auch kritisch selbst wahrzunehmen, versuche auch mich zu reflektieren, um zu schauen, wo habe ich meine Privilegien, und ich genieße sehr, sehr viele Privilegien, die womöglich viele, viele andere Menschen nicht genießen können. Und das weiß ich dann auch sehr wertzuschätzen. Aber ich würde es mir dann halt auch wünschen, dass dann eben Bewegungen wie zum Beispiel Fridays for Future gerade in Deutschland dann eben schauen, dass sie eben nicht nur, sage ich mal, ganz plump Tokenism betreiben, wo sie dann mal ganz kurz aus der Notwendigkeit heraus jemanden hinstellen, der ja vermeintlich schwarz ist oder eben People of Color ist, sondern eben das als Grundsatz haben, dass diese Menschen willkommen sind und dass eben dort geschaut wird, wie können wir denn eben Strukturen schaffen, dass das funktioniert. Und da könnte ich halt das UPenn dann immer wieder auch quasi in den Vordergrund stellen, weil das halt, weil es bei uns gelingt. Natürlich gibt es auch die Schwierigkeiten, aber damit setzen wir uns dann auch auseinander und sind da halt offen gegenüber, dass das dann funktionieren soll auch. Ich habe so den Eindruck, dass meine Generation noch stärker in Schubladen ist das falsche Wort, aber in lineareren oder isolierteren Kategorien denkt. Ja? Und dass wir vielleicht die Notwendigkeit sehen, das zu öffnen, aber irgendwie unsere Gehirnzellen nicht so gut vernetzt sind in der Richtung wie eure oder so. Ja? Weil du jetzt Fridays for Future erwähnt hast und so weiter, da würde jetzt so dieses Einsortieren in verschiedene Kategorien vielleicht anleiten zu sagen, naja, da geht es ja um die Klimakrise und auch diesen hohen Zeitdruck, ja, um damit umzugehen. Und spießt sich das jetzt mit dem Ziel, quasi alle reinzuholen, alle mitzunehmen? Ja? Und wenn ja, wie geht man damit um? Wie sortierst du das ein? Wie gehst du mit dieser Frage um? Oder ist das für dich gar keine? Also ich glaube, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, dass so in diesen Kategorien denken, ich sage ja, also ich widerspreche mich vielleicht auch für manche, die das hören, also für die ZuhörerInnen, wenn ich dann auf der einen Seite sage, ja, wir sind alle eins, aber auf der anderen Seite stecke ich die Menschen in Kategorien. Und ich finde das ist tatsächlich auch schade, dass man das tun muss. Aber es ist die Notwendigkeit einfach daraus zu ziehen, dass man das erstmal tun muss, damit eben eine Repräsentation da ist. Und ich glaube, dass wenn wir das nicht tun würden, würden Unterschiede gar nicht feststellbar sein, würden Privilegien gar nicht feststellbar sein, würden Diskriminierungsformen zum Teil auch verschwinden oder relativiert werden. Und deswegen tue ich das auch, dass ich dann sage, ja, das sind eben weiße Menschen, die erfahren keinen Rassismus. Das sind Menschen, die schwarz sind, die erfahren Rassismus. Das sind Menschen, die People of Color sind. Darunter zähle ich auch, die erfahren Rassismus.
Und ich höre dann auch immer von einigen Leuten so, ja, warum machst du das denn? Das ist doch total banal. Und da habe ich dann eben die Antwort drauf, na ja, ist es halt auch ein politisch geprägter Begriff. Es ist ja nicht nur eine Eigenschaft, die so da ist, sondern auch ein politisch geprägter Begriff, dass man eben erstmal diesen Unterschied feststellen muss, um dann eben am Ende irgendwann sich zu einen. Also das ist quasi der Weg erstmal zu sagen, okay, wir müssen unsere Unterschiede feststellen, wir müssen sie akzeptieren und versuchen eben diese Probleme dann aus der Welt zu tragen, um dann am Ende uns zusammen zu einen und dann zu sagen, ja, okay, Kategorie Mensch sind wir alle, das sowieso. Und das auch ohne die Diskriminierungsform. Aber wir müssen halt erstmal diese Unterschiede in irgendeiner Form messbar machen. Und das ist halt so der Weg, den ich halt erstmal sehe. Ich weiß nicht, ob das die magische Formel ist, ob das der richtige Weg auch ist, aber ich denke, es muss versucht werden in irgendeiner Form, ne? Ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt richtig beantwortet habe. Du, auf diese Fragen gibt es kein richtig oder falsch. Ja? Und wie gesagt, es sollten ja auch gar keine Fragen sein, sondern eher so ein Gedankenaustausch oder so. Ja? Ich finde es immer so unglaublich bereichernd, quasi auch in die Köpfe anderer Menschen reinschauen zu können in solchen Gesprächen. Ja? Es wäre absurd, wenn ich sage, hey, du hast jetzt die richtige oder die falsche Antwort gegeben. Was? Da passiert ja in Wirklichkeit dann nichts. Ne? Ich habe das interessant gefunden, was du jetzt auch gesagt hast, so wie dieser Prozess quasi aufgebaut sein soll. Also es ist wichtig, einmal am Anfang die Unterschiede quasi festzumachen, zu benennen und am Schluss sich einen zu können. Und bei mir ist so spontan das Bild aufgetaucht, das ein bisschen mit dem spielt, aber ein bisschen anders, nämlich das Bild von einem Tanz, ja, wo es immer so ein bisschen so ein Vor und Zurück gibt. Und da wollte ich dich fragen, könnte es auch ein Weg in diesem Prozess sein, zu sagen, okay, wir müssen immer wieder switchen zwischen dem Unterschiedlichen und dem Gemeinsamen, um beides nicht aus den Augen zu verlieren, also um quasi immer auf beide Seiten der Münze zu schauen? Ich glaube ja, also tatsächlich. Ich glaube, das wäre auch ein richtiger Ansatz, da vorzugehen, weil man möchte sich ja dann auch nicht kategorisch quasi abgrenzen und versuchen, irgendwie auf Zwang sich dann quasi wirklich so abzustoßen. Das würde ich für mich auch nicht als Ziel erkennen, weil das würde, glaube ich, eher kontraproduktiv sein, weil eben die Menschen dann das Gefühl vielleicht irgendwann bekommen, ja, wir können uns doch gar nicht ein, wir können doch gar nicht zusammen miteinander sein. Und das ist halt das Ding, dass, wie du schon so schön gesagt hast, eben diese Münze immer so von beiden Seiten zu sehen, eben die Gemeinsamkeit, aber eben auch die Unterschiede irgendwo festzustellen. Und da würde ich absolut mitgehen, zu sagen, ja, auf jeden Fall benötigt das, dass man eben die Gemeinsamkeiten herausstellt, weil man dann eben dadurch auch proaktiven Frieden fördert, aber auf der anderen Seite eben auch die Unterschiede festzustellen, weil man dort dann auch proaktiv daran arbeiten kann und zu schauen kann, wo können wir denn eben ansetzen, wo können wir denn weitermachen? Weil meine Vermutung wäre auch so, also ich interessiere mich sehr für Gehirnforschung und so weiter. Und ich denke mir, wenn ich jetzt zum Beispiel nur auf die Unterschiede schaue, ja, dann nimmt mein Gehirn auch verstärkt nur Unterschiede wahr. Und dann würde ich irgendwann sagen, ich habe mit dieser Person überhaupt nichts gemeinsam. Ja. Während wenn ich aufs Gemeinsame schau, ja, und nur aufs Gemeinsame kann vielleicht wieder die Falle entstehen, dann zu sagen, naja, der oder die ist eh so wie ich, ja, und eben auch unterschiedliche Sichtweisen, unterschiedliche Erfahrungen und so weiter auch wegzuwischen, ja. Ja, absolut. Gehe ich voll mit. Also sehe ich genauso. Weil es kann ja nicht Ziel sein, dass wir uns irgendwie dann doch irgendwie sehr, sehr krass abstoßen. Ich erlebe das auch in einigen Communities, wo dann eben Menschen mit Migrationsgeschichte ja eben schon, ich weiß nicht, was da passiert ist, dass man wirklich so radikal ist und dass man wirklich auch kategorisch es ablehnt, irgendwie mit weißen Menschen etwas am Hut zu haben. Kenne ich tatsächlich einige wenige und davon distanziere ich mich auch ganz klar, weil
Das bringt keinen Fortschritt. Und auch deren radikalen Ansichten, zum Beispiel mit Gewalt dann irgendwas durchzusetzen, da bin ich absolut dagegen. Also das ist etwas, wo ich mich dann eher erschrecke vor und wirklich mir denke, Mensch, was ist denn bei dir passiert, dass du so eine Ansicht jetzt mittlerweile vertrittst oder dass du so eine Ansicht dann hast, weil es wird keinen Fortschritt bringen, wenn man irgendwie auf Zwang und auf Gewalt oder auf wirklich krasse Abschottung und Menschen irgendwie dazu, ja, in Rechenschaft ziehen, die ja vermeintlich vielleicht nicht mal was dafür können, das finde ich halt nicht in Ordnung. Und da finde ich das eben sehr wichtig, eben immer so die beiden Seiten dann zu sehen, ne, von der Münze. Eben auf der einen Seite eben die Gemeinsamkeiten festzustellen, dass man da halt stetig im Austausch auch vor allem ist. Ich meine, der antirassistische Kampf, den werde ich nicht alleine schaffen, den wird auch nicht die postmigrantische oder migrantische Community alleine schaffen. Dazu brauchen wir natürlich auch die Menschen, die nicht davon betroffen sind, von Rassismus. Also ich meine, wie stellen sich das manche Menschen vor, wenn ich daran denke, was ich gerade erzählt habe, wie wollen sie das denn schaffen? Das ist eine Frage, die ich dann auch gerne mal stelle, und dann kommt die Antwort ja mit Gewalt und dann bin ich da schon raus. Also das ist etwas, wo ich dann sage, so nein, ich glaube, da kommen wir jetzt nicht auf den Nenner, ich würde das Gespräch jetzt abbrechen. Also ist auch schon passiert und da habe ich mich sehr vor erschrocken, weil da ist dann immer wieder die Frage aufgeploppt bei mir, ne, was ist da passiert? Welches Trauma hast du erlebt, dass du so hasserfüllt dann bist gegenüber diesen Menschen? Schwierig, also sehr, sehr schwierig bei denjenigen. Ja. Ja, das ist, also das hat mich jetzt auch sehr betroffen gemacht, ja. Nämlich, dass das jemand auch so, wie soll ich sagen, so offen und unbeschwert sagt, ne? So, ja, ganz selbstverständlich. Ne? Puh. Leider. Ja. Also, ja. Ich habe, also deswegen meine ich auch, diese Grundeinigkeit, diese Grundsolidarität, die fehlt dann oft an vielen Stellen. Und das ist, glaube ich, auch so ein Ding, dass ich weiß nicht, wie man sich zusammen verbünden kann. Und ich bin ein absoluter Befürworter davon, dass eben dieser Haltung und dieser Kampf eben nicht alleine geht, sondern eben zusammen mit ganz, ganz vielen Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Auffassung und. Also das es wirft dann eher die Arbeit, die ich mache, die ganz, ganz viele andere Menschen machen, um Meilen weit zurück, weil die eben diese Fantasien oder diese Gefühle haben, eben auch oftmals dann die lautesten sind und irgendwie dann halt auch gehört werden dann von den Medien und dann adaptiert werden und dann in die Öffentlichkeit getragen werden. Und das ist etwas, was super gefährlich ist, weil dann eben die Arbeit derer dann verschwunden geht, beziehungsweise zurückgeworfen wird, die halt schon seit Jahren lang oder seit Jahrzehnten daran arbeiten, irgendwie nachhaltig eine friedvolle Welt zu erschaffen. Mhm. Und da verstehe ich deine Betroffenheit auch absolut, wenn ich andere Menschen das auch erzählt habe, die eben nicht von Rassismus betroffen sind, die sich proaktiv dafür einsetzen, für eine offene Gesellschaft, für ein offenes, solidarisches Miteinander, dann waren sie genauso betroffen und dann waren sie auch genauso angeschlagen und meinten dann auch so, naja, was mache ich denn falsch? Und dann meinte ich so, du machst gar nichts falsch. Die Leute, die diese Gedanken haben, die machen eine Menge falsch, weil sie werfen nicht nur unsere Arbeit damit zurück, sondern eben all Fortschritt, das wir bislang irgendwie erreicht haben, die unsere Großeltern sogar schon mit aufgebaut haben in manchen Strukturen. Ne? Ja. Sag, wie schätzt du denn das ein oder welchen Weg würdest du da sehen? Und wie gesagt, es gibt keine richtigen und falschen Antworten. Wir werden jetzt nicht die Weltformel finden. Ja. Aber weil du auch angesprochen hast, dass also so quasi denen eine Bühne zu geben, immer wieder so viel kaputt macht. Ja. Und ich habe da schon so oft drüber nachgedacht und bin nicht weitergekommen, weil ich auch den Eindruck habe, wenn sie gar keine Bühne quasi bekommen, dann brodelt das Ganze irgendwie im Untergrund und ist vielleicht, das weiß ich nicht, aber vielleicht noch gefährlicher. Ja. Mhm. Und
Also ich denke, es gibt schon so ein paar Ansatzpunkte, ja, wie soll ich sagen, nicht so zu tun, wie wenn extreme Standpunkte gleich stark vertreten wären wie andere. Ja, also wenn da so Diskussion und da gibt es den einen und den anderen und die erfahren dann so eine vermeintliche Gleichwertigkeit. Aber das ist für mich noch zu wenig Lösung für diese Frage. Hast du da Gedankenansatzpunkte dazu oder wie? Über das hast du wahrscheinlich auch schon sehr oft nachgedacht. So. Absolut. Also ich habe da, diese Menschen sind ja sehr meinungsstark. Ne? Also das bin ich auch. Ich bin auch sehr, sehr meinungsstark. Ich bin da sehr, sehr gefestigt in meiner Meinung und lasse mich davon auch nicht abbringen, was wenn mir andere Menschen irgendwie was dazwischen pushen wollen oder irgendwie. Natürlich lasse ich mich auch überzeugen, wenn vom Besseren natürlich immer. Aber da versuche ich dann eben auch meine kritische Haltung dann aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, diese Menschen irgendwie abzuholen, die sind ja auch sehr, sehr meinungsstark dann in ihrem Machen und Tun. Und das driftet dann eben in eine Extreme, die ich ja dann so für mich ja nicht vereinbaren kann. Du bist ja auch Journalist und im Journalismus geht es ja auf der einen Seite eben auch darum, quasi Themen zu setzen, Themen sichtbar zu machen. Und wenn ich jetzt denke an so Formate wie Fernsehdiskussionen oder so, ja, natürlich auch durch die Auswahl der Gäste, der Teilnehmenden, da kann man ja auch viel gestalten und viel bewirken und so. Ja. Und hast du da so Ideen, also wenn du jetzt so ein Format gestalten würdest, dafür verantwortlich wärst, wie würdest du das ansetzen, wie würdest du umgehen damit? Also ein guter Weg, ja, dass man nicht die wertvolle Arbeit von den einen zerstört und die anderen auf der anderen Seite nicht das Gefühl bekommen, sie sind so im Aus, dass sie selber, die fühlen sich ja auch nicht repräsentiert dann, das ist ja, ja das Absurde. Ja. Also das ist was, wo ich mir immer denke, Die sprechen ja dauernd dafür, wie sie ausgeschlossen werden und so weiter und so fort. Ja. Also, keine Ahnung. Ich habe da tatsächlich schon mal einige Mal drüber nachgedacht. Es gibt in Deutschland auch. Ich war fast. Es gibt da einige Formate in Deutschland, wie zum Beispiel, was dann sehr, sehr hart an die Wand gefahren ist, wie die letzte Instanz oder die höchste Instanz oder so, wo Thomas Gottschalk und eben Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind, dann angefangen haben, über Rassismus zu reden und über Sinti und Roma gesprochen haben, also sehr, sehr diskriminierende Sprache benutzt haben, wo ich mir dann denke, oh, war ja, also der WDR war das, glaube ich, hat das gut gemeint, aber sehr, sehr schlecht umgesetzt. Und da fehlt es dann, glaube ich, in den Redaktionen eben an, an Repräsentanz, an Diversität, wo dann eben Menschen, die dann eben von Diskriminierung betroffen sind, von Rassismus explizit betroffen sind, dann wirklich dann auch mal sagen würden, so, hey, Moment mal, warum laden wir denn eigentlich hier nur Menschen ein, die nicht davon betroffen sind? Und das ist ja nicht die Möglichkeit, beziehungsweise die Lösung, dahingehend zu sagen, ja, okay, dann laden wir da mal 6 Leute ein. Und dass dann wiederum aber auch alle 6 Leute, die dann ja diese Anfrage bekommen, die das Thema bekommen, die einen Fragenkatalog bekommen und sich nicht mal reflektieren darüber und denken so, Moment mal, ich sehe hier gerade, die und die Gäste sind da und da ist keine betroffene Person. Und also warum mache ich da mit? Also da sehe ich so auf beiden Seiten eher so die Verantwortung, also sowohl von den GästInnen als auch von den MacherInnen, von den Redaktionen, aber eher halt natürlich mit der Gewichtung bei den Redaktionen, dass die da halt in der Verantwortung stehen müssen, eben zu schauen, wie sie eben ein Publikum so ansprechen, dass sie dem Thema auch gerecht werden und dem Schwerpunkt auch gerecht werden. Und da habe ich mir schon einige Male natürlich auch was ausgedacht. Wir haben in unserem Studiengang die tolle Möglichkeit, eben praxisnahe Erfahrung zu sammeln und dürfen, an einem Freitag in einem Monat bei einem TV-Sender, einem regionalen Sender in Hannover, unseren TV-Beitrag dann spielen lassen. Und wir hatten jetzt 2 Kommilitonen und ich hatten uns der Aufgabe angenommen, eben Ukraine-Krieg zu thematisieren, aber das eben auf Bezug zu 2015, 2016, was ist anders, als die Menschen aus
den Nahen Osten damals hierher kam. Was hat sich geändert? Nicht nur, dass wir eine andere Regierung jetzt haben, sondern eben auch, dass Sozialleistungen und so trotzdem weiterhin für andere Menschen eben aus der Ukraine zum Beispiel besser sind als eben Menschen, die hier jetzt schon seit 5, 6 Jahren leben oder seit 7 Jahren und immer noch um eine Joberlaubnis, eine Arbeitserlaubnis irgendwie zum Amt gehen müssen und da Wege gehen müssen, die halt nicht in Ordnung sind. Und da haben wir uns schon alleine bei der, also da habe ich mich vor allem eben um die Akquise gekümmert, um die Beschaffung quasi der Materialien, beziehungsweise ganz, das war zu plump gesagt, um die Abgeordneten, die wir dort interviewen wollten. Und da habe ich dann eben geschaut, so wen kann man denn interviewen? Und da habe ich eben vor allem auch in der Linksfraktion geschaut, wer hat denn die nötige Expertise dazu, wer hat die Berührungspunkte dazu? Ich habe mir die Lebensläufe auch genau angeschaut. Und das war dann eben auch ganz klar, dass dann eben Clara Bünger von der Linksfraktion, die im Bundestag sitzt, da eben gut was zu sagen könnte, weil sie halt auch schon eine Menschenrechtsorganisation gegründet hat, die in Griechenland eben sich dafür einsetzt, eben den Menschen zu helfen, die in den griechischen Lagern sind. Dann eben auch Hakan Demir von der SPD angefragt, der selbst Migrationsgeschichte hat, der natürlich auch von Diskriminierung in irgendeiner Form, beziehungsweise vor allem Rassismus eben betroffen ist, denke ich mal, und den angefragt und dann noch Phyllis Pohlert von den Grünen. Und das hat dann gut funktioniert. Also wir haben dann alle interviewt, wir hatten jetzt nicht nur diese einseitige Sicht, die dann irgendwie immer angemahnt wird, weil wir die CDU und FDP leider nicht ranbekommen haben. Das war halt, ja, ist ein bisschen unglücklich gelaufen, würde ich sagen, weil wir eben, ja, also es hat dann zeitlich dann halt einfach nicht hingehauen und CDU war generell ein bisschen schwierig, weil sie halt, glaube ich, auch in der Regierungsverantwortung damals standen, dass sie da halt nicht so viel zu sagen wollten und die FDP hat halt zeitlich nicht gepasst. Mit der AfD haben wir uns nicht die Mühe gemacht, wollten wir gar nicht erst mit reden, weil da ist die Meinung wohl klar. Genau, und dann haben wir eben dort dieses Format so aufgezogen, dass wir eben vor allem ja eben die Unterschiede feststellen wollten und das natürlich in einem mit dem journalistischen Anspruch der Vielschichtigkeit und der Neutralität, die wir ja wahren müssen. Und da haben wir eigentlich einen ganz guten TV-Beitrag liefern können. Wir sind da jetzt auch in der Ausarbeitung, dass das irgendwie jetzt noch weiter und länger gefasst wird, weil an sich die Interviews allein mit den einzelnen Abgeordneten schon mal so ein ganzer TV-Beitrag für sich eigentlich schon wäre. Und das war halt, also es war halt ein Erlebnis, was man so, glaube ich, sonst als Journalist, wenn man so einfach anfängt, nicht so ganz haben kann, weil man dort eben ja nochmal so mit dem Punkt ankommt, dass man Journalistikstudent ist, dass man eben das Equipment dann auch noch von der Hochschule gestellt bekommt, also Kamera, Stativ, Lichtkoffer, Mikrofon und, also mit Sack und Pack dann auch zu den Leuten hingegangen und das war dann, wirkt dann halt natürlich auch professioneller. Und da weiß ich, also da finde ich den Studiengang auch sehr, sehr gut und sehr, sehr schätzenswert, dass sie eben diese Möglichkeit uns dann bieten, eben diese praxisnahe Erfahrung zu sammeln und dort dann eben auch selber zu schauen, wie wir unsere Themenschwerpunkte setzen wollen. Und da komme ich dann zurück, jetzt habe ich einen weiten Bogen gespannt, zu dem mit den Redaktionen eben, dass wenn die Redaktionen nicht so abgebildet sind, wie die Gesellschaft eigentlich ist, und die Gesellschaft ist vielfältig, die Gesellschaft hier in Deutschland, jeder vierte Mensch hat hier Migrationsgeschichte in irgendeiner Form. Und wenn die Redaktionen, wenn der Journalismus generell nicht so abgebildet wird, wie die Gesellschaft ist, dann kann der Journalismus auch nicht so gut sein, wie die Gesellschaft eigentlich ist. Also das ist ein Grundsatz, den ich absolut lebe, dass wir absolut Menschen brauchen, die eben aus anderen Perspektiven, aus anderen Narrativen kommen und eben dort die Besetzungen zum Beispiel von bestimmten TV-Produktionen nochmal anders sehen, als Menschen, die eben, sage ich mal ganz plump,
nur einseitig quasi durch die Welt gelaufen sind und dann aber sagen, sie sind weltoffen. Also das kann ja nicht die Lösung sein, dass man da dann irgendwie Wege versperrt. Und deswegen bin ich ein absoluter Befürworter davon, dass halt auch in Redaktionen irgendwie eine Art Quote herrschen müsste eigentlich, um dort halt eine gesellschaftliche Abbildung zu haben. Und obwohl ich kein Fan von Quoten bin, also das muss ich ja auch mal anführen, aber das ist halt quasi nicht das Ziel, eine Quote zu haben, sondern es ist der Weg zum Ziel. Also diese Quoten werden sich dann irgendwann von selbst erledigen, weil das dann einfach gar nicht mehr die Notwendigkeit dann haben wird, dass wenn dann Chefredakteur in XY dann sagt, ja okay, hier stellen wir ein, weil Perspektive stimmt einfach. Und nicht die Ausbildung war jetzt nicht sonderlich gut. Also ich meine, da muss man ja auch irgendwie dann schauen, so wen hast du denn in der Redaktion, mit welcher Perspektive sitzen. Und wenn eine Redaktion aus alten weißen Männern besteht, dann wissen wir, was daraus geschehen kann. Also das lasse ich dann weiter unkommentiert. Das ist vielleicht ein guter Punkt, um so nochmal den Blick auf die Vielfalt zu werfen. Mhm. Ja. Also ich weiß nicht, was du mit dem Begriff Vielfalt verbindest, aber für mich ist das so, für mich fällt immer gleich auch Buntheit ein. Ja? Mhm. Also Vielfalt ist so, ja, vielschichtig, bunt, facettenreich und so, ja, also ein sehr positiv besetzter Begriff. Und erstens mal die Frage, ist es das für dich auch oder was verbindest du mit dem Begriff? Tatsächlich ja, also sehr, 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 sehr viel mit Vielschichtigkeit, mit Menschen aller Nationen, mit Menschen aller Religionsgemeinschaften, Glaubensgemeinschaften oder halt auch Nicht-Glaubensgemeinschaften. Also damit verbinde ich auch eigentlich so dieses, so ein ganz großes Feld mit ganz, ganz vielen verschiedenen Menschen, die eben bunt sind. Also bunt beschreibt das, glaube ich, ganz gut. Mhm, mhm. Wo mich jetzt auch noch deine Gedanken interessieren würden, ja, und auch ein bisschen den Bogen wieder zum Anfang zurückzuwerfen, weil wir schon so angefangen haben, darüber zu sprechen, warum brauchen wir auch diese Vielfalt. Ja. Brauchen wir sie und ist sie quasi ein Wert oder ein Ziel per se oder kann die auch etwas, was wir als Menschheit nicht könnten, wenn wir diese Vielfalt nicht hätten oder nicht ausreichend zulassen würden, weil ich denke mir, auf dem Planeten ist sie sowieso da. Ja. Die Frage ist halt, wie sehr dringt sie in diverse Gesellschaften vor. Also gibt es da quasi jetzt ganz, das ist so eine hässliche Formulierung, mir fällt nichts Gescheiteres ein, so einen Zusatznutzen davon, ja, oder ist das nur so, ja, wir müssen die halt alle mitnehmen, ne? So. Das ist eine gute Frage tatsächlich, weil der Nutzen besteht, glaube ich, darin, dass eben mehr Perspektiven dabei sind. Also diese Perspektiven bilden sich dann daraus eben aus der Vielfalt, aus der Erfahrung, die Menschen sammeln, weil sie eben anders sind, weil sie andere Erfahrungen sammeln. Ich glaube, das ist super, super wichtig einfach, dass diese Perspektiven dann eben dort mit eingetragen werden, weil daraus lebt dann auch eine Gesellschaft, daraus lebt dann auch der Wandel, glaube ich. Und wenn wir das, glaube ich, nicht zulassen würden, dann würde die Welt halt auch nur schwarz und weiß aussehen. Also das würde ich halt auch, also ich glaube, dass das so wäre. Und ich finde das deshalb so wichtig einfach, dass dieser Nutzen halt auch, also dass diese Vielfalt halt auch einen unglaublichen Nutzen hat. Also damit gehe ich absolut mit, weil die Vielfalt hat ein großes Potenzial, wo Menschen eben, die eben, sage ich mal, auch wieder ganz plump eben einseitig durch die Welt gegangen sind, eben nicht mehr im Ansatz verstehen könnten, glaube ich, was denn eigentlich Person XY mit der Erfahrungswelt, mit der Lebensrealität, der sie dem Leben jeden Tag entgegentritt, eigentlich verspürt. Und das
kann ganz, ganz großer Wert sein, eben dort zu sagen, okay, wenn wir diese Menschen dort in diese Strukturen mit einbinden, dort mit einfließen lassen, dann kann daraus eigentlich nur Positives entstehen, weil daraus dann eben nochmal kritischere Haltungen entstehen könnten, daraus dann eben nochmal Menschen bedenken könnten, nicht nur eben in dem Hinblick darauf, wie können wir diese Menschen mit abholen, sondern wie wollen wir sie auch abholen und wie wollen wir sie miteinander hier vernetzen zum Beispiel oder miteinander leben lassen. Und das, glaube ich, unerlässlich, wenn diese Vielfalt dann eben, wenn dieses Potenzial nicht erkannt wird, dann würde es, glaube ich, also es würde keinen Fortschritt, glaube ich, geben. Ja, das ist ein schöner Gedanke. Ja. Sag, Atay, was macht dir Mut? Boah, was eine gute Frage. Ich glaube, Mut macht mir vor allem auch ganz persönlich. Ich hatte keine leichte Kindheit, das muss ich ehrlich sagen. Also es war nicht einfach. Ich bin ein Drillingskind. Also ich habe noch zwei Brüder. Wir sind dreieckig, aber wir sind nicht komplett ähnlich. Wir sind total verschieden von Grund auf. Ich habe noch eine große Schwester. Und wir sind halt in einer Familie groß geworden, wo es eben nicht einfach war. Ich habe einen schwer kranken Papa gehabt, der litt an Multiple Sklerose, und das habe ich seit der Kindheit quasi mitgemacht. Und das war nicht einfach, weil wir ihn mitgepflegt haben. Wir haben immer Sorge tragen müssen, was mit ihm geschieht und was nicht. Und es war schwierig, das muss ich ehrlich sagen. Und ich habe letztes Jahr im März meinen Papa dann auch an Corona verloren. Also das war ein Moment, der sehr, sehr einschneidend war in meinem Leben, wo ich dann, glaube ich, selbst nochmal so eine, ja, würde ich mal sagen, sogar eine 360-Grad-Wendung gemacht habe, wo ich dann auch meinen vorherigen Studiengang total hinterfragt habe, ob das überhaupt das Richtige für mich ist. Ich habe vorher PR studiert, also die Gegenseite von Journalismus, würde ich sagen. Und generell dann auch Sachen durchgemacht, wo ich mich gefragt habe, so, ist das eigentlich das Richtige, was ich tue? Und ist das auch das, was mein Vater zum Beispiel gewollt hätte, was ich tue? Und was haben sie uns hinterlassen? Und was haben sie uns quasi als Wert mitgegeben? Und ich habe immer von meinem Papa eigentlich gelernt, dass der Wert darin besteht, das zu tun, was einen erfüllt und das zu tun, was einen umgibt. Und das war dann eben auch tatsächlich dann zu sagen, jo, ich breche meinen PR-Studiengang ab, ich gehe zur Journalistik, ich mache das, was ich sowieso schon in meiner Freizeit tue. Und das ist halt über Dinge reden und erzählen, und das bringe ich dann zu Blatt oder eben zu Audio oder zu TV. Und schau dann, was daraus wird. Und mein Papa gibt mir sehr viel Mut dahingehend. Aber meine Mutter gibt mir auch sehr, sehr viel Mut. Also beide haben eine sehr, sehr starke Rolle in meinem Leben, die ja unerlässlich dafür gekämpft haben, dass wir dieses Leben heute haben können. Und das war dann auch zum Beispiel bei meiner Mama, dass sie meinen Papa gepflegt hat und nebenbei Vollzeit im Schichtsystem bei Volkswagen gearbeitet hat und nebenbei dann noch vier Kinder großgezogen hat. Ich meine, das ist eine Leistung, die verdient komplett mein Respekt, meine totale Hochachtung von meiner Mama, aber auch von meinem Papa, dass der eben, obwohl er eben krank war, obwohl diese Krankheit auch immer zwischen uns stand irgendwo, trotzdem irgendwie versucht hat, teilzuhaben an dem Leben seiner Kinder, teilzuhaben daran, was aus uns geschieht. Und die letzten 10, 15 Jahre, die er gelebt hat, die waren wirklich nicht schön, weil er bettlägerig war, also er hatte MS in einer schleichenden Form. Man sagt ja auch immer MS, die Krankheit der 1000 Gesichter. Und bei ihm war das halt ja eben die, ich würde mal sagen, brutale Art, wo er dann immer stetig immer schwächer, immer schwächer wurde. Und es ist dann eben so geendet, dass er eben 10, 15 Jahre bettlägerig war, am Ende dann 3, 4, 5 Jahre nicht mehr reden konnte,
Also weder Kommunikation, weder noch irgendwie ja, eine Art der Teilhabe. Aber was mich sehr getröstet hat, ist dieser Gedanke, dass wenn ich zu ihm kam, und das habe ich bildlich vor meinem Auge immer noch, dass immer wenn ich zu ihm kam und an sein Bett kam, dass er halt wirklich seine Augen geöffnet hat und es halt wirklich so war, dass er, dass man diese Freude gesehen hat einfach, dass wenn er seine Kinder gesehen hat. Und das ist etwas, was mir sehr, sehr viel Mut gegeben hat über die Zeit und woran ich auch sehr, sehr oft denke, wenn eigentlich jeden Tag, dass diese Erfüllung einfach, dieser banale Gedanke von seine Kinder kommen ihn besuchen und erzählen ihm was, sorry, erzählen ihm was, ist etwas, was mir sehr, sehr viel Mut gibt, einfach weiterzumachen. Das ist eine wunderschöne Kraftquelle, gell, die du da hast. Ja. Absolut. Entschuldigung. Du, um Gottes Willen, da gibt es nichts zum Entschuldigen. Mir sind auch die Tränen gekommen, wie du erzählt hast. Ja. Es ist einfach, ich denke mir, es ist so berührend und es ist einfach auch das Leben, ja, mit dem kann man nicht argumentieren oder so. Ja. Absolut. Es Aber ist. ich. Ja, ich finde es schön, auch wie du es beschrieben hast und dass du es auch so stark wahrnimmst und fühlst und spürst als mutgebende Kraftquelle für dich. Ja. Absolut. Da ist auch dieses Ding eben, dass als er letztes Jahr verstorben ist, ich meine, als 25-Jähriger, damals 24-Jähriger, Elternteil zu verlieren in so einer frühen Zeit, ist halt nochmal was anderes, würde ich sagen, weil man eben die Zeit dann irgendwie anders wahrnimmt, dass das Leben halt vergänglich ist, das ist klar. Dass man über den Tod nicht spricht, ist auch irgendwie, finde ich leider schade. Und da wünsche ich mir auch nochmal so einen gesellschaftlichen Wandel, dass man eigentlich viel mehr darüber reden müsste, über den Tod, über Vergänglichkeit, dass eben nichts unendlich ist, sondern alles halt irgendwie endlich ist. Mir gibt dieser Gedanke einfach sehr, sehr viel Kraft, dass mein Vater ja nicht weg ist, sondern er physisch zwar nicht mehr da ist und so gerne ich irgendwie ihn in irgendeiner Form noch mal irgendwas erzählt hätte, was ich gerade so mache, weiß ich einfach, dass er halt im Herzen auf jeden Fall immer dabei ist und nicht nur das, sondern eben auch zurück zur Energie dieser Erde wird. All Energie, die hier auf dieser Erde ist, und da glaube ich ganz fest dran. So kitschig es sich vielleicht auch anhören mag für manche, die das hören, ist es für mich ein sehr, sehr beruhigender Gedanke, dass die Energie nicht verschwindet, sondern Teil dieser Erde wieder ist und der uns dann halt auch umgibt. Ja. Meine Eltern sind beide schon gestorben und schon vor 15 Jahren oder ein bisschen mehr. Und für mich ist es immer wieder erstaunlich und auch wunderschön, ja, zu merken, wie präsent sie immer noch sind, nicht? Und wie viel von dem, was sie mir mitgegeben haben, einfach in mir weiterlebt, ja. Also da, ja, sie sind physisch nicht mehr da, aber sie haben noch so viel Präsenz, ja, und so viel, fällt mir kein Wort dafür ein, aber Wirksamkeit in irgendeiner Form, ne? Und gleichzeitig, und das finde ich auch schön, ja, ich bin ja auch ein eigenständiger Mensch, weil das klingt jetzt vielleicht so, als würde ich da irgendwie, wie soll ich sagen, in der Vergangenheit leben oder so, ne? Also auch so das eigene stärken und entwickeln zu können und auch von manchen Dingen loslassen zu können oder zu sagen, okay, das war nicht meins, ja, aber so diese Grundverbundenheit und die Grundwerte, zu denen man ja sagt und die man von den Eltern bekommen hat, eben immer wieder lebendig wahrzunehmen in sich selbst, finde ich einfach wunderschön, ja. Dass man sich auch dabei ertappt manchmal, ne? Also so bestimmte Züge irgendwie wahrnimmt und denkt so, ach, das hätte jetzt mein Vater oder so auch getan. Also, Ja. ne? Ja. Ja, fühle ich Es war sehr. bei mir am Anfang sehr stark so dieses, besonders eigentlich bei meinem Vater, wenn ich jetzt irgendwas Lustiges gehört habe, das muss ich ihm erzählen, über das zerkugelt er sich und dann so, oh, geht nicht mehr. Ja. Und also so die innere Präsenz ist eigentlich
unverändert da, aber so dieser Impuls, ah, das will ich ihm jetzt erzählen, ich will ihn anrufen oder so, der wird dann natürlich weniger im Laufe der Zeit. Ja. Du, Atay, ich habe dir schon die Frage gestellt, was dir Mut macht. Du hast eine ganz wunderschöne Antwort gegeben. Und so die zweite Mutmacherei-Frage ist immer, wofür brauchst du den Mut? Ich brauche den Mut, glaube ich, sehr dafür, einfach weiterzumachen, weiter dafür einzustehen, diese Welt irgendwie in irgendeiner Form mit ganz, ganz vielen Menschen zusammen zu einer besseren zu machen. Und das ist, so simpel es sich anhört, brauche ich den Mut, glaube ich, dafür einfach weiterzumachen. Okay, das ist nicht immer einfach, gell? Nee, nicht immer. Du hast ja eben im Bildungswellen-Podcast gab es ja diesen schönen Titel Mutig in die Zukunft. Ne? Und ich denke mir, das ist es auch. Ja. Lass uns vielleicht noch in einem abschließenden Satz oder so diese Zukunft beschreiben, für die du dich einsetzt, die du erschaffen möchtest, für die du zum Teil auch Mut brauchst oder immer wieder mal Mut brauchst. Wie soll die ausschauen? Also da habe ich eine ganz, ganz klare Vision und eine ganz, ganz klare Vorstellung einfach, wie eine Zukunft für alle Menschen aussehen kann. Und das ist, dass alle Menschen in Freiheit, in Würde, in Frieden, in Sicherheit und in Liebe leben können. Das hört sich für manche total kitschig an, aber es ist so simpel und es kann auch so simpel sein. Und da denke ich auch immer an das eine Lied Imagine von John Lennon, das mich sehr, sehr prägt und woran ich sehr, sehr fest glaube. Und ich glaube, es ist möglich, und aber nicht alleine, sondern mit ganz, ganz vielen Menschen zusammen. Ich glaube, das ist das wunderschönste Schlussstatement, das ich mir vorstellen kann. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses wunderschöne Gespräch, dass du dir Zeit genommen hast und geteilt hast, deine Erfahrungen. Danke, danke, danke. Ciao. Zu danken. Mut Talks. Powered by Die Mutmacherei.